Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück, ja, zu Ultimate General Civil War. Wir müssen den Punkt hier verteidigen. Wir transportieren wertvolle Munition und Vorräte zu unseren Armeen, die in der Region von Tennessee operieren. Wir haben auf der Parker Farm bei der Straßenkreuzung ein temporäres Versorgungslager eingerichtet. Hier treffen wir auf den Rest unserer Brigaden und dann ziehen wir uns weiter nach Nashville, um unsere Offensive auf den westlichen Kriegsschauplatz vorzubereiten. So, der befürchtete Kavalleriekommandeur Nathan Forrest überfällt den Westen von Tennessee. Es scheint, dass wir zu seinem Ziel geworden sind. Unsere Vorposten haben seine abgesessenen Kavalleristen gesichtet, die sich von uns von allen Seiten nähern. Und das ist schon mal ein scheiß Standort. Zeig ich euch gleich. Die kommen schön im Wald. Na gut, hier nicht. Aber hier und wir haben hier die Kackfarm oder was, wo nichts ist. Ah. Wir müssen die Farm und alle gelagerten Vorräte halten. Diese Waffen dürfen nicht in Feindeshand fallen. Nehmen Sie schnell defensive Positionen hinter den Zäunen ein. Also die Zäune geben uns Deckung. Das ist ja fantastisch. Wenn ich hier wieder um die Ecke stehe, quasi, das Sichtfeld geht wahrscheinlich nur bis nach da oder hier. Und dann kann sie von da und von dort beschießen. Und hier auch schön. Und wenn sie von hier kommen, ach, das war kacke wieder. Wir erwarten Verstärkung in etwa 2 Stunden. Es gibt also Hoffnung, dass wir diese Schlacht gewinnen können, wenn wir lange genug durchhalten. Ja, ich glaub's mal nicht. So. Mein Plan ist folgender. Wir lassen sie kommen, die Schweine. Wir lassen sie kommen. Wir haben 2 Stunden Zeit, stand da, glaube ich, im Text. Ne? In 2 Stunden gibt's Verstärkung. Das heißt, wir lassen sie kommen, wehren die erste Stunde ab und dann versuchen wir den Punkt wieder zu halten oder wieder zu bekommen. So, dann haben wir raus. Kanone kann man gebrauchen. Raus. Wir brauchen Einheiten. Nicht, ja da, das sieht doch gut aus. Nahkampf. Oh, Peabody, den will ich haben. Noch irgendwas mit 2000. Wir haben Hass, Nahkämpfer, 2 gute Schützen. Wo ist das? Nahkampf, Leonard. Nehmen wir doch das. So, meine Planung ist, dass wir hier die Kanonen hinstellen. Einrichtig nach da. Sie kommen ja von 3 Seiten. Und wir quasi hier diesen Wald verteidigen. Sollen sie doch kommen. Sollen sie doch kommen. So, Peabody kommt dahin, Leonard da, Hass und hier. Was wir noch machen können, wir machen aus diesen 4 Einheiten Plänkler, die wir dann vorschicken, hier in die Gebäude rein, einfach nur um die aufzuhalten. Mal gucken, ob das geht, wie ich es mir denke. Hä? Kein Ton? Gut. Plänkler. Die Kanone kann sich schon ein bisschen da so ausrichten. Kanönchenwagen. So, wir haben. Das ist natürlich ein Witz. Also einmal habe ich Angst, warum auch immer. Es ist hier von der Seite, von unten. Also einer kann hier schon mal gepflegt nach unten laufen. Um die Kanonen zu schützen. Wir können natürlich diese Position einnehmen. Obwohl, hier komm, bleib mal im Gebäude. Ich glaube, das Gebäude ist besser als dieser Kackzaun. Wir können ja mal gucken, was der Kackzaun bringt und ansonsten gehen wir ins Gebäude. So, machen wir Play. Ansonsten, Peabody hätte ich gerne hier. Und Leonard machen wir auch hier.
Andersrum. Weiß ich gar nicht, wo ich die hinpacke. Ich pack den Zug mal hier hin. Lauf. Und Hass packe ich da hin. Lauf. Ah, so. Wie viel Deckung? 72. Geh mal ins Haus. Was ist hier? 72. 72. Das Haus bringt 100. Das ist auch viel effektiver. Dafür haben die eine kurze Reichweite, sehe ich gerade. Die wollen sie eh nur aufhalten. Hey, hey, bleib doch mal im Gebäude, Junge. Genau, hier bitte, ne? Da auf wieder schießen. Das kriegt ihr schon hin, ne? Also ich werde die eh zurückziehen, glaube ich. Ah, schau an. Wie fährt der? 100. Oh, da haben wir was gespottet. Komm mal hier rüber. Ah, komm, ich zieh dich mal zurück. Warte mal, warte mal. Sollen sie doch kommen. Du gehst nur hier vorne in den Wald. Ja, abgesessene Kavalleristen. Oh, da kommen sie. Hier. Schieß da mal drauf. Deckung 94. Laufen da voll in den Wald rein. Fantastisch. Kanonen gleich auf den nächsten. Da klappt meine Idee super. Hier wird es mir zum Verhängnis. Ich ziehe mal zurück. Schwenken. Ich will, dass sie schwenken. Hier auf die zu marschieren. Und dann komme ich wieder mit denen. So, die nächste Angriffswelle hier, die sind super. Die kommen mir echt über den Weg. Habt ihr Deckung? Ah, ihr müsst schon ins Gebäude. Body, geh wieder ins Haus. Wir versuchen zu flankieren. Ah, von hinten. Alter! Was habe ich euch gesagt? Da greift echt einer von hinten an. Ich kack ab, Alter. Ja, die Schützen haben ein Problem. Wir brauchen Kanonenfeuer da. Greif mal eine Kanone an. Oh, 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 oh. Die greifen hier durch.
Scheiße, die haben mein Supply erobert. Nein, Supply. Mein Supply wieder haben, verdammte Scheiße. So, jetzt brauchen wir langsam nicht hier vorne. Konfigurierte haben, ja, haben gesichert. Das war ja mein Plan. Oder sowieso die Idee, dass sie es sichern sollen. Alter, schieß diese Knallköpfe da ab, ey. Kanonen, Feuer, Feuer da, Feuer, Feuer da. Voll umzingelt. Alter, knallt doch mal die Knallköpfe da weg. Sind wir hier komplett durch den Wind, glaube ich. Feuer! Nein, mein Munitionswagen, ihr Schweine! Dass mir der Munitionswagen geklaut wird, das nehme ich denn echt übel. Oh, 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 komm mal wieder zurück. Freundchen, Kupferstecher. Schön wieder zurück. Vorrücken. Ich will mal Munitionslager, meine. Scheiß auf diesen Munitionswagen, diese Jäger gehen mir eher auf den Pisser. Oh, macht keinen Sinn, auf Kanonen auf Spatzen zu schießen, schieß da drauf. Alter, die Kanone zieht sich zurück. Arschkrampe. Ihr wollt es nicht anders, dann kriegt ihr das Kanonenfeuer.
will meine Verstärkung. Hier, Feuer frei auf die Schweine da. Meine Verstärkung kommt gleich. Nur als ein Peabody in Angriff, Nahkampfangriff. Feige Schweine. Na komm, ziehen wir den müssen wir zurück. Der kommt dann dahin. Schön aus dem Wald rausgedrängt. So finde ich das gut. Dann können wir sie leichter erschießen. So, die Zeit. Oh, wir haben Verstärkung bekommen. Dachte mal einer was. Hier, holt die Kanonen. So, ihr könnt laufen, ne? Ja, los, ihr müsst euch den Supply schon holen. Ach du liebe, ne, das ist ja jede Menge hier. Ach du Scheiße. Ich hol die einfach da nur so. Scheiße! Dann kommen wir zurück. Voll ins Wespennest. Alter Schwede, Feuer. Oh, du musst dich zurückziehen. Lauft. Nach vorne. Ah, da wird mal gefickt. Das wird nix. Und da läuft alles scheiße, weil ich alles blind runtergeschmissen habe. Kann ja keine Sau ahnen, dass da jetzt so viele Leute sind, ey. Scheiße. Du holst den Punkt nochmal schnell wieder. Ich
Ich habe mich hier nicht mit Ruhm bekleckert, absolut nicht, ey. Scheiße, ey. Na komm, rennt da rüber. Jetzt greifen sie doch von hier hinten an, oder was? Alte Schweine, ey. Nein, wo wollt ihr hin? Attacke da, Attacke. So, Kanonenfeuer da drauf. Kanonenfeuer da drauf. Alter, die werden hier weggemäht, ey. Mann, oh Mann. Mit Ruhm bekleckere ich mich hier gerade absolut nicht. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich besser machen sollte. Schnell beenden. Schnell beenden. 10.000 Mann verloren? Na, 3.000. Alter Schwede, ich weiß jetzt nicht, was ich hätte anders machen können. Okay, man hätte die vier Einheiten hier oben, da hätten wir uns echt Leute gespart, wenn wir sie ja nicht einfach hier so straight runtergeschickt hätten, sondern einfach... Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass alles schon bei mir in der Nähe war. Ich habe den Widerstand hier so erwartet, aber der war ja schon oben. Na gut, 3000 Mann Verluste, das geht ja noch. Ich hab jetzt mehr erwartet. 3000 Mann, 1300 plus gemacht. Eureka. Das macht jetzt den Ofen jetzt auch nicht fett. Den Ofen? Egal. Ja, komm, machen wir mehr. Wir brauchen mehr Rekruten. Geld habe ich, aber keine Leute. Gut, das war jetzt wirklich keine Glanzleistung. Ich könnte es normal spielen. Aber ich glaube, das Ergebnis wird nicht besser werden. Leute kann ich mir nicht mal kaufen, weil, ja, habe ich ja erst. Als nächstes kommt schon wieder eine große Schlacht. Stone River. Minus 10% Waffenqualität des Feindes, wenn man da die vorige Mission besiegt haben oder geschafft haben. Ich will mal kurz gucken.
was wir quasi so für Brigaden brauchen. Drei Stück. Das sollte die dritte, ja, sogar der, das dritte Korps hat sogar mehr Brigaden, als wir brauchen. Dafür sind im dritten Korb, glaube ich, die Brigaden ja nicht so groß. Aber ich denke mal, für eine Reserve wird das schon mal hinhauen. Ja, jetzt haben wir nur 4000 Mann. 2000 gehen hier drauf. Nochmal 2000 für die dritte Reserve. Man könnte hier nochmal ein, zwei Truppen auflösen. Ach komm, die dritte Reserve wird schon reichen, denke ich mal. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, das Video. Wenn ihr das mal selber spielen solltet, so wie ich es gerade gemacht habe, diese Mission, die nicht so spielen, macht das irgendwie anders. Ich glaube, die Idee mit den Plänkler-Einheiten war nicht verkehrt. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Kanonen jetzt richtig was gerissen haben. Weiß ich nicht, vielleicht nur eine Kanone und dafür nochmal eine große Einheit von 2000. Also generell bei der Mission am besten Einheit nehmen. Mit maximal 2500 Mann und dann davon jeweils eine Plänkler-Einheit, vielleicht von 500 Mann, dann steht man da bestimmt schon besser da. Ne? Gut, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.